Ja, ich wurde gefragt, dass ich ein kleines Video mache zum Thema GeoGebra und 3D. Wir sind hier auf der Startseite und da sehen wir schon 3D-Grafik, muss ich eingeben. Und wir sehen jetzt gleich die neue Darstellung. Wir haben die X-Koordinate, das ist die rote Koordinate, die Y ist die grüne und die blaue ist die Z-Koordinate. Ich habe mir ausgesucht das Beispiel des 625a. Da kann man schön eine Pyramide zeichnen. Ich nehme die Koordinaten. A hat die Koordinaten 2, 0, minus 2. Also groß A, weil es ein Punkt ist. Und jetzt 3, 0 und minus 2. Das heißt, wir sehen, es geht ganz genauso wie in 2D, nur dass jetzt halt die dritte Koordinate dazukommt. Dann B hat 2, 3, minus 2. Groß B ist 2, 3, minus 2. C ist gleich 0, 0, minus 2. Und oben die Spitze S hat 3, 3, 4. So, jetzt haben wir die drei Punkte und das sehen wir jetzt schon wunderschön. Das Problem von der 3D-Darstellung, das schaut ein bisschen wirr aus, wenn man sich das jetzt anschaut. Dazu zeichne ich die Flächen. Die haben wir hier oben, Vieleck, und ich starte zum Beispiel beim Punkt A, B, C und gehe wieder zurück zum Punkt A. Jetzt erkennt er das als Fläche und zeichnet es mir auch so an. Nimmt die nächste Fläche, Punkt C, Punkt A, Punkt S und wieder zurück zum Ursprungspunkt und habe die nächste Fläche. Jetzt kann ich das Ganze drehen, dass ich die nächste Fläche einzeichnen kann. Gehe wieder auf Vieleck und habe A, B, S. Jetzt habe ich die nächste Fläche gezeichnet. Und drehe es wieder, gehe auf 3D-Grafik und da habe ich die letzte Fläche, die noch offen ist. Wie gesagt, ganz egal, bei welchem Punkt ich beginne, ich muss nur in einer Reihenfolge alle Punkte anklicken und auch wieder den letzten. Und jetzt habe ich einmal alle Flächen markiert und mit diesem Befehl kann ich die ganze Grafik in alle Richtungen drehen. Und kann mir dadurch diese Pyramide auch ansehen, dass ich ein bisschen eine Idee kriege dafür. Wir sehen hier, dieses Graue ist die XY-Ebene, die schneidet durch diese Pyramide durch. Und durch das ständige Drehen kann ich mir praktisch vorstellen, was das für eine Pyramide ist. Es gibt natürlich noch viele Funktionen, ja, so dreht es sich sogar weiter. Stoppen wir es wieder, gut. Ich sehe auf der rechten Seite sehe ich immer die Strecken markiert. Also zum Beispiel hier die Strecke S ist die Strecke von Punkt C zum Punkt A und die hat genau eine Länge von 3. Ja, also da haben wir alles. Ich könnte diese Strecken auch noch anders messen, hier mit Abstand oder Länge und gebe einfach den Punkt A zum Beispiel und den Punkt B. Und dann rechnet er mir diese Streckenlänge aus und schreibt mir es gleich in die Grafik rein. Ja, mit AB ist gleich 3,16. Vielleicht eine Sache noch. Ich kann im 3D auch Geraden erstellen.